Seit 4 Wochen hält sich der portugiesische DJ in den UK Top 10. Sogar bis zur 1 hat er es geschafft. Jetzt ist Rui da Silva zusammen mit Cassandra aber auf dem Abflug. Touch Me von 4 auf 10. Auch hier hat eine weibliche Stimme einen Dance-Track zum fetten Hit gemacht. Fragma featuring Maria Rubia schweben mit Every Time You Need Me von 5 auf 9. Nachrichten für Fans von Ash. Das neue Album ist im Kasten und die erste Auskopplung rockt jetzt schon das UK. Shining Light, neu drin auf der 8. An der Seite von Pam Grier soll Snoop Dogg bald zum Filmstar aufsteigen. Im Kinostreifen Bones. Als Rapper an der Seite von Dr. Dre geht es diese Woche eher bergab. The Next Episode von 3 auf 7. Nach seiner Promotour durch das UK hat Usher seiner Plattenfirma eine Menge Rechnungen zurückgelassen. Unter anderem eine über 15.000 Mark für Gucci-Schals und Hüte. Kohle, die aber wieder reinkommt, auch wenn Usher mit Pop Ya Color von 2 auf 6 fällt. Clubhit steht uns auch in Deutschland noch bevor. Bis jetzt hat Chase the Sun überall die Floors gerockt. Der Track des italienischen DJ-Kollektivs Planet Funk schlägt im UK auf der 5 ein. Wegen des großen Erfolgs haben Limp Bizkit gerade eine Mini-Tour durchs UK aus dem Boden gestampft. Vor dem Juni waren aber keine Daten zu kriegen. Schade eigentlich. Dann spricht bestimmt keiner mehr von Rollin. Runter von 1 auf 4. Maya ist momentan live im UK unterwegs. Gerade stand sie mit Mel B zusammen in London auf der Bühne. Die Show hat anscheinend überzeugt. Case of the X geht ab von 0 auf 3. Gewidmet hat Bono den Song einem engen Freund, dem verstorbenen INXS-Sänger Michael Hutchence. England versteht, worum es geht und macht Stuck in a Moment You Can't Get Out Of zur Nummer 2. Oh.